wir wurden um 13.25 Uhr von der Feuerwehr Worpswede alarmiert. Wir sind ja auch in Worpswede. Und durch die anhaltenden Regenfälle sieht man hinter uns, dass leider in den Wiesen der Pegelstand etwas hochgekommen ist. Ja, die Anwohner, bei denen sind leider die Keller vollgelaufen, beziehungsweise die Gärten vollgelaufen und der Wasserdruck auf die Wände und auch, dass es nicht in die Häuser läuft, haben wir jetzt angefangen mit 5 Pumpen das Wasser hier wegzupumpen auf die andere Straßenseite, wo dann ein Ablauf gegeben ist. Die Schwierigkeit ist eigentlich gewesen, dass das Wasser nicht von alleine ablaufen konnte, dass der Abfluss verstopft ist und somit sitzen wir nun hier trotz der Feiertage und helfen den Anwohnern, ein schönes Weihnachten zu haben. Wir gucken mal, was der Pegel von hinten sagt, wie das Wasser nachdrückt, wie der Regen von oben kommt, was noch an Wasser nachkommt. Dementsprechend, kurz oder lang, werden wir hier noch im Einsatz sein. Ja, wir sind derzeit mit 18 Einsatzkräften vor Ort. Die Feuerwehr Worpswede war auch vor Ort und hat quasi diesen Part vorher gemacht und hat dann festgestellt, wir müssen den Brandschutz noch sicherstellen. Sie haben auch noch andere Aufgaben und so sind wir zur Unterstützung hinzugekommen. Eigentlich würden wir auch gerne lieber unterm Weihnachtsbaum mit der Familie sitzen, aber das haben wir uns ja selber so ausgesucht, ehrenamtlich im THW tätig zu sein. Also helfen wir auch gerne den Leuten vor Ort. Ja, also quasi unsere ganze Familie ist hier und hilft den Nachbarn hier. Wir wollten vorhin auch quasi das Essen für den Abend vorbereiten, aber da wir alle drei ehrenamtlich im THW sind, sind wir auch wirklich alle drei hier heute an dieser Einsatzstelle. Schönes Weihnachten, würde ich sagen. Ja. Naja, aber langsam muss er aufhören mit dem Regen. Das ist einfach zu viel. Ja, aber halt, wir haben ja Leute, die uns helfen. Sonst kommt es da hinten irgendwann mal in die Wohnung rein. Ja. Über die Mehrertage ging das hoch. Ich wohne ein bisschen weiter darunter. Und dann fängt das an, im Keller ein bisschen nass zu werden und so. Und jetzt ist schon oben bei den Kellerfenstern im Schacht. Der Graben, der wird nicht mehr gepflegt. Und da waren die Unterführungen, die waren einfach zu. Und da lief es auch nicht mehr ab. Und jetzt sammelt sich das natürlich auf beiden Seiten hier.